kommt auf uns zu. Begleite uns auf dem Skytrail durch die wunderschöne und raue Natur des schottischen Hochlands der Isle of Skye. Guten Morgen aus Schottland. Wir sind gerade beim Frühstück. Uns gibt's heute Mini-Marmorkuchen. Erste Bewertung? Lecker. Sehr süß, sehr viel Energie für den Tag. Skala von 1 bis 5? 3. Na, das ist aber gar nicht so gut für lecker. Wir sitzen hier an den Ruinen eines verlassenen Hofs mit Blick auf die Berge. Ich nehme mich jetzt mit zu der Ruine. Über Farne, die in den Ritzen sich bilden. Ja, man kann hier durch die Seite schauen. Und dann kennt man noch richtig die Tragstruktur. Den Überzug vom Tourrahmen und die beiden Fenster. Matthias Kommentar. Ich sehe aus wie ein kleiner Packesel. Zeig, was du alles dabei hast. Ja, jede Menge. Wupp, wupp. Wie groß ist der Rucksack? 34 Liter. Ja. Ich glaube, ich habe über 34 Liter nur mal außerhalb der 34 Liter befestigt. Wir zwei Packesel laufen weiter. Das kommt auf uns zu, Matthias. Oh. Okay, jetzt wird es zurückgerufen. Deshalb sollte man vor dem Wandern Yoga machen. Ja. Das kommt mir jetzt wirklich gut gelegen gerade. Und wer schaut einfach nur zu? Der hier. Ja, schon super klar. Deine Mütze sitzt ganz schön schepp. Ja, zeig mal. Bisher führt der Weg über kleine Single Trails durch eine Heidelandschaft. Zu der Jahreszeit leider noch nicht am Blühen, aber im Sommer sieht das sicher sehr schön aus. Es ist tiefer als es aussah. Ich dachte, ich kann hier einfach mit meinen Schuhen durchlaufen. Das waren die passenden Geräusche dazu. So, wo bist du lang? Verrate ich dir nicht. Oh. Diesmal habe ich zugeguckt, wo du lang willst. Also hier. Aber ich glaube, ich nehme lieber den linken und springe dann mit dem rechten. Okay. Geschafft. Der Himmel ist zwar sonnig, aber der Boden ist sehr matschig und nass. Muss immer aufpassen, wo man hintritt. Wow! Ist das noch mehr, was ich sehe? Ich habe nichts gesehen. Hast du es kaputt gemacht? Nein. Sei ehrlich? Ja, ist nicht kaputt, aber ich habe es ziemlich gerammt. Aber unabsichtlich. Wirklich. Schau dir diese malerische Landschaft an. So eine alte Steinmauer, Überreste von der alten Behausung. Davor weiden die Schafe. Der kleine Fluss führt ins Meer, die Sonne strahlt, nur wenige weiße Wolken am Himmel. So lässt sich's leben. Kleine Anmerkung zu Matthias Bericht eben. Ich kann dem nur zustimmen. Aber als ich die Schafe fotografiert wollte, haben sie mir alle nur den Hintern gezeigt. Kleine Anmerkung zu Julia, sie muss immer das letzte Wort haben. Das wird dir super schwer. Mein Marc will recht haben. Oh, das ist ja
Wie schmeckt es, Schatzi? Sehr gut. Nicht zu süß, bisschen salzig. Tut gut. Panorama beim Essen des Riegels? 5 von 5. Der Skytrail hat uns jetzt unten an die Küste geführt und das ist leider auch ein bisschen erschreckend, weil neben ganz viel Treibholz ist hier auch jede Menge Plastikmüll. Also bis da hinten so diese riesen Transportboxen und auch hier blaues Plastik. Das ist nicht schön. Inzwischen dem laufen die Schafe. Wir laufen gerade hier an den steilen Küsten vorbei über so Gräuelfelder und guckt mal, das ist alles hier ganz einzelne kleine Steinchen und wenn man da ganz leicht drüber fährt, sieht man schon, dass sie sich alle bewegen und richtig bröckeln. Also hier kann bestimmt ab und zu gut mal was runterkommen. Ja. Darum nicht so lange stehen bleiben, ja. Wie das da runtertropft. Guck mal hier, wie das fällt aus meinem Ärmel. Oh ja, auf meine Hose auf. Bitte? Auf meine Hose auf. Ja. Oh ja. Egon hat jetzt auch ein kleines GPS-Gerät, falls wir um Hilfe rufen müssen. Er ist sehr stolz, aber er hofft, dass das niemals brauchen wird. Aber er fühlt sich sicher. Ja, und wir uns auch dadurch. Ja. Zum Mittagessen gibt es Brotchips, Geschmack Paprika. Und den Rucola-Tomatenstreich. Ja, dann zeig mal, wie man die isst. Einmal, zack und... Bewertung? 4 von 5. Ich würde sagen so 2,5. Echt? Das ist übrigens unsere Aussicht für die Mittagspause. Ihr seht, da vorne ist ein Gitter und die Schafe haben sich aber hier in die Ecke. Das heißt, es ist jetzt, die wollen einerseits an uns vorbei, wir an denen. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert, dass wir sie nicht erschrecken. Ich laufe jetzt ganz entspannt hier und dann werden die wahrscheinlich gleich an uns links vorbei flitzen. Und zack, so ist es. Wir sind jetzt hier angekommen. In so einer kleinen, ja, Siedlung ist zu viel gesagt. Hier sind so ganz kleine einzelne Häuschen. Wirklich alles sehr süß gemacht mit angelegten Gärtchen. Und da drüben ist zum Beispiel auch noch eins sogar mit Reetdach. Und vorne war eins zu verkaufen mit auch extrem schönem Wintergarten. Diese Pflanzen sind uns schon aufgefallen, als wir gestern im Auto von Glasgow hochgefahren sind. Wahnsinn. Eine Pracht. Wir laufen jetzt gerade hier ein Stück von der Straße entlang und tatsächlich sind alle Autofahrer total nett. Winken, grüßen und alle fahren auch langsam. Also man fühlt sich hier auch nicht unwohl, wenn man am Straßenrand ohne Bürgersteig läuft. Wir haben
Tarren erreicht. Na? 17 Kilometern. Dann geben wir euch mal einen kleinen Einblick von Tarren. Tatsächlich hatten wir uns so ein kleines Dörfchen mit Ortskern oder so vorgestellt. Aber es sind ganz einzelne Häuschen, die hier quer verteilt sind. Der einzige Unterschied merkt man, dass es hier einen kleinen Fußweg gibt. Wir machen gerade Pause. Zeig nochmal die Aussicht. Und was essen wir? Peanut Butter Cups. Also vegane Reese's sozusagen. Und sind auch schon sehr, sehr lecker. Deine Bewertung? Ja, trotzdem nur eine 3 vielleicht. Okay, bei mir allerhöchstens eine 2. Okay. Also, ja, Schokolade und Peanut Butter ist gar nicht so die geile Kombi. Also ich finde sie sehr lecker, nur irgendwie finde ich sie sehr herb. Ich hätte mir jetzt noch mehr Zucker gewünscht. So ein besonders ungesunden Snack, der besonders kurz wirkt. Ich glaube, sowas haben wir auch noch dabei. Du meinst, was du so als Schrott bezeichnest? Ja. Ja. Tja, wer hat sich für den Schrott eingesetzt? Gott, Gott, Gott. Mein erster Sturz. Es sah dramatisch aus. Es sieht dramatisch aus. Da ist aber die Hose ist noch intakt. Ja, aber es tut schon brennen und dann. Aber es ist alles noch auch in Haut intakt. Weiter jetzt. Ja. Müssen die Engländer noch einholen. Ja. Nachdem wir so erzählt haben, wie weit wir heute noch laufen. Und jetzt sind wir hinter denen. Wir stehen jetzt hier. Es gibt 2 Optionen. Dort ist eine Brücke und dort sind Steine. Für welchen Weg entscheidest du dich? Mit dem schweren Rucksack nehme ich die Brücke. Okay. Da du sonst derjenige bist, der die Steine nimmt, werde ich dich heute gebührend vertreten. Okay. Aber wenn du bist reinfällst, habe ich noch ein Video. Ja. Wir haben noch den Tanz. So, jetzt geht's rüber. Aber es sieht harmlos aus, ehrlicherweise. Aha, viel Show um nichts. Wir haben einen anderen Abschnitt erreicht und unser Weg führt jetzt da lang in den Wald. Matthias geht durch die Schleuse. Prison Break. Einmal Ausblick. Dann sieht man immer noch wunderschön das Meer. Julia, ja? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend ist es jetzt gerade? Oh, jetzt ist es gerade, würde ich sagen, eine 7 schon. Oh je. Ja, also obwohl es gar nicht so steil jetzt geht, aber irgendwie tatsächlich nagt es jetzt. Wir sind aber auch schon ja, knapp 24 Kilometer unterwegs. Also jetzt muss ich sagen, merke ich es. Und du, Matthias? Ja, ich würde mich da anschließen. Ja. Also schon eine 7. Das stetige Bergauf mit dem Rucksack strengt an nach 24 Kilometern. Aber wir sind auf der Suche nach einem Plätzchen, wo wir uns gleich niederlassen. Der Parkesel 2.0 hat zusätzlich noch eine voll befüllte Trinkblase, einen vollen Grail. Den Rest trinkt Matthias. Wir wollen nicht Pasta essen. Und wir wissen nicht, wann die nächste Quelle kommt. Wir sind nämlich hier auf einem kleinen Hügel. Wir haben eigentlich unser Tagesziel erreicht. Ja. Und sind jetzt aber auf der Suche nach einem
Platz für die Nacht, was sich nicht so leicht gestaltet. Denn das Gelände hier ist sehr uneben und wahnsinnig matschig. Leider führt der Weg gerade an einer Straße entlang, an einer schmalen Straße. Das heißt, jedes Auto, das vorbeifährt, und im Moment sind das viele, lässt uns fast in den Graben springen. Kilometer 28 und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Platz für die Nacht. Eigentlich wollten wir maximal 25 Kilometer laufen. Aber entweder ist alles durchnässt, viel zu uneben, um ein Zelt aufzubauen, oder es gibt Verbotsschilder. Ich habe vorhin erwähnt, wir haben so lange nach einem Schlafplatz gesucht. Die Suche war nur halb erfolgreich. Einerseits konnten wir jetzt hier unser Zelt aufbauen. Andererseits, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, wie schief es hier ist. Und das Zelt hat gerade so in die Lücke gepasst, weil hier überall auch solche Hügel sind, die sich auch nicht platt drücken lassen. Aber jetzt haben wir hier einen Zeltplatz mit Blick aufs Meer. Es wird toll morgen früh zum Frühstück. Ich bin fürs Kochen zuständig. Darum werfen wir jetzt mal den Gaskocher an. Und das passiert, wenn man zu viele Nudeln in einem zu kleinen Topf presst. Die Nudeln sind gleich fertig. Unser Gourmet-Essen für heute. Nudeln mit Ketchup. Oh, aber ich muss sagen, ich freue mich richtig. Bewertung? 5 von 5. Wie schmeckt deine Gemüsebrühe aufgegossen mit Nudelwasser? Supi. Das wirkt Erinnerungen an ein Mittagessen. Es war lecker auf dem Parkplatz in Island. Was aber ein bisschen komisch war, war die fertige Nudelsuppe, weil wir die mit Nudelwasser aufgekocht haben. Und der war so dick durch diese ganze Stärke, dass fast der Löffel drin gestanden hat. Das war echt widerlich. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nie wieder. Tja, sehe, Wasser sparen mit dem Filtern. Genau, die Wasserquellen sind jetzt nicht so üppig, wie man denkt. Darum müssen wir Wasser zweimal verwerten. Wo haben wir eigentlich den Ketchup her? Wie die Nudeln mit Ketchup. Haben wir eine große Ketchupflasche mitgeschleppt? Nein! Man bestellt einfach beim Self-Service-Automaten bei McDonald's nur Ketchup. Kleiner Tipp fürs Rezept. Ihr solltet für 500 Gramm Nudeln mehr als 5 Päckchen Ketchup verwenden. Schaut mal, die Spirelli haben den Ketchup komplett aufgesaugt. Ja. Es ist nicht mehr viel übrig davon. Aber es schon trotzdem lecker. Ja. Unser Ausblick für die Nacht. Bis morgen früh.